Hi, ich bin Radek Vegas von XBET Tipps und ich habe ein neues Projekt, das nennt sich Wettmeisterschaft. Ihr findet es auf der Webseite xbet.tipps/Wettmeisterschaft. Mein Ziel ist es hier, die seriösesten und besten Tippster unter einen Hut zu bringen und das den Leuten auch in einer langfristigen Statistik zu beweisen. Jeder, der was auf sich hält, kann mitmachen, seine Tipps im Vorfeld auf einer Verifizierungsplattform posten und dann werden die Tipps hier veröffentlicht und der Vorteil ist, man hat einfach Beweise dafür, dass man was drauf hat. Und mitmachen kann jeder, der gerne Tipps abgibt oder eben vor allem eine Facebook-Gruppe hat oder eine WhatsApp-Gruppe, einen Telegram-Kanal und schon länger mit dem Gedanken spielt, einfach eine seriöse Statistik zu führen. Und damit meine ich jetzt eben keine Excel-Tabellen oder sonst irgendwas. Natürlich kann jeder auch seriöse Excel-Tabellen führen, aber man hat, seid ehrlich, überhaupt keinen Beweis dafür, dass das auch mit richtigen Tipps und rechten Dingen zugeht. Ich habe jetzt hier Bloggerbet als Plattform gewählt. Da wird mir auch vorgeworfen, dass ich Werbung für Bloggerbet mache. Mache ich nicht. Ich finde das nur die einfachste Plattform. Es gibt Alternativen wie BetAdvisor, Logibet oder Tipster. Wo man seine Tipps veröffentlicht, spielt keine Rolle. Man kann das auch auf Betting Expert machen. Haken an der Sache ist, man muss zu jedem Pick 100 Wörter schreiben und da wird man dann wirklich alt. Und wie schnell es bei Bloggerbet geht, kann ich euch gleich mal an meinem Projekt 2xBet zeigen, mit dem ich natürlich hier an dieser Wettmeisterschaft auch teilnehme. Chris Custodian wird dann mit den NBA-Tipps einsteigen, wenn die NBA wieder losgeht. Mein Kumpel Underpicker ist wieder am Start, der jetzt eine längere Pause hatte, aber sein System überarbeitet hat und in den letzten Tagen mit sehr, sehr guten Wetten sich zurückgemeldet hat. Und dann habe ich natürlich diverse andere Tipster kontaktiert, von denen ich selber viel halte. Aber dieses Projekt steht natürlich jedem offen. Wenn du jetzt sagst, du willst als Privatperson einfach so mitmachen, um zu schauen, wie du dich im Vergleich mit anderen schlagen würdest oder überhaupt deine Tipps einfach mit einer soliden Statistik tracken willst, um zu sehen, ob du profitabel bist, kannst du das natürlich auch machen, dich einfach hier anmelden und ich füge dich dann hinzu und werde deine Bilanz dann hier auch veröffentlichen. Ja, was bringt es den Leuten, die hier mitmachen? In erster Linie natürlich Trust. Dieses sehr begehrte XBET-Tipps-Trust-Siegel ist jetzt natürlich noch nicht sehr viel wert, aber das bekommt natürlich nur jemand, der auch eine öffentliche Bilanz und Statistik führt. Und von daher wird es immer wertvoller, je mehr seriöse Tipster hier mitmachen. Außerdem gibt es natürlich kostenlose Promotion für euch auf unseren Kanälen, YouTube mit 2800 Followern, Facebook mit unserer Wettvorhersagengruppe, in denen wir dann euch als Partner auch anbieten, bewerben, dass wir dort eure Statistiken auch veröffentlichen. Ihr dürft eure Tipps auch gerne posten. Wir machen mit euch ein Video-Interview, in dem wir eure Seite oder euren Kanal vorstellen. Und ihr bekommt auf XBET Tipps hier einen Backlink zu eurer Webseite, wenn ihr denn auch Interesse an Suchmaschinenoptimierung oder sonstigen habt. Und Ziel ist es einfach, eine Community der besten Tipster aufzubauen, um den Fakern, die da draußen zuhauf rumlaufen, einfach die rote Karte zu zeigen. Und wie läuft das Ganze ab, wenn ihr jetzt euch noch bei Bloggerbet nicht auskennt, warum ihr euch da anmelden solltet oder bei einem anderen Service, bei dem ich mich ehrlich gesagt jetzt nicht so gut auskenne. Ihr könnt dort einfach eure Tipps eingeben und veröffentlichen, wesentlich schneller als mit einer Excel-Tabelle und wesentlich übersichtlicher, was die Statistiken betrifft. Ich gehe das einfach mal am aktuellen Beispiel der Tipps für morgen durch. Ich habe hier zum Beispiel für Under 2,5 einen Tipp aus der brasilianischen Serie C. Ich kopiere dazu einfach den Namen des Landes in dem Fall, gehe auf Bloggerbet, auf Publish Pick, kann dann einen Anbieter auswählen, mache das immer bei Bet365, weil es dort am schnellsten geht. Man muss einfach nur mit STRG F nach der Liga suchen,
kommt dann direkt dorthin, wo man hin will, muss nicht ewig lang sich einen Wolf suchen, indem man hier hunderte Ligen durchgeht, hat dann hier gleich das Spiel, auf das man den Tipp abgeben will, sucht seine Wettart nochmal mit Steuerung F, das ist bei mir jetzt under 2,5 und setzt dann drauf. Im Idealfall 1 von 10, das ist einfach am einfachsten dann festzustellen. Jetzt habe ich hier in diesem Account natürlich auf die Underpicks immer 2 Einheiten, um die Under 2,5 Picks von anderen Strategien, die in diesem Account zusammenlaufen, zu unterscheiden. Aber ich bin jetzt trotzdem fertig und kann dann in meiner Bilanz im Block genau sehen, unter Blockmenü und Picks-Archiv, alle Wetten mit 2 Einheiten sind hier meine Under 2,5 Picks und diese sind nicht von schlechten Eltern, auch wenn das letzte Wochenende grauenvoll war. Hatte aber auch vorher schon angekündigt, dass ich gerade dabei bin, das System umzustellen und neue Erkenntnisse mit einzupflegen. Die sind mal gehörig nach hinten losgegangen. Aber durch die Korrektur gestern konnten wir dann schon wieder ganz gut wirtschaften. Aber darum geht es gar nicht. Es ist keine Schande, Verlust zu machen. Dazu stehe ich auch. Und es zählt, was man auf lange Sicht macht. Und das kann man dann nur beweisen oder zeigen, dass man es auch langfristig drauf hat, indem man seine Tipps in einer Drittanbieterquelle eben veröffentlicht. Und die Leute, die sich für deine Tipps interessieren, dann auf einen Blick sehen, was du in den letzten Monaten geleistet hast, statt dass sie nachfragen müssen, ja, wie läuft's denn bei dir, wie ist denn dein Yield und wie viel Profit hast du gemacht? Und dann sagst du, ja klar, 100 Einheiten letzten Monat und wo kann ich das sehen oder wo hast du die Beweise dafür? Hier mein Screenshot oder meine Excel-Tabelle. Also ich glaube solchen Tipps dann leider überhaupt nichts mehr, weil ich schon zu viele davon selbst gesehen und auch leider getestet habe, die einfach nichts drauf hatten und von daher ist das halt einfach hier mein Versuch, das auf seriöse Beine zu stellen und allen, die das auch vorhaben, die Hand zu reichen, dass sie das hier auch nutzen können und einer Community beitreten, die einfach das Ziel hat, die besten Tipps da zusammenzuführen und da muss ich gar nicht dabei sein. Mir geht es darum, gute Tipps dazu finden, denen ich auch dann selber folgen kann, die in Bereichen aktiv sind, in denen ich mich nicht auskenne, zum Beispiel Amateurfußball oder eben auch in der NBA oder diversen anderen Dingen. Und im Endeffekt profitieren alle, die da mitmachen, davon und vor allem auch die Leute, die dann wiederum den Leuten folgen, die da mitmachen. Gut, soweit, so gut. Ich kann es auch gerne noch öfter zeigen anhand der Beispiele. Hier haben wir Universitario gegen Fortaleza in Kolumbien. Ich habe nämlich oft das Argument gehört, ja, das ist doch kompliziert und dauert länger als bei einer Excel-Tabelle, aber das braucht mir keiner erzählen, denn so schnell kannst du in Excel auch nichts eingeben, wie ich jetzt hier diese Picks grade. Hier Indonesien, Clia Cup gegen Babel United. Kopiere ich Indonesien, füge es hier ein, suche nach Indonesien, komme hier direkt zu der Liga, bin beim Spiel und hier sehe ich direkt die Under 2,5 und habe es getrackt einmalig. Und dann nochmal Indonesien, Batang gegen Peresita. Ihr könnt von diesen Tipps jetzt halten, was ihr wollt. Ich werde ja öfter belächelt, dass ich ja nur schwedische 8. Liga tippe. Aber ich tippe auch indonesische 2. Liga. Und im Endeffekt gehe ich dahin, wo der Profit ist. In kleineren Märkten, in unbekannteren, exotischeren Ligen. Denn es ist viel schwieriger, in großen Märkten Profit zu machen, als in diesen kleinen. Dann haben wir hier noch einen besonderen Pick mit over 2,5. Das ist eine andere Strategie, die ich gerade noch teste in einem inoffiziellen Account und diesen Underpick auf Peterborough, den werden wir doch finden, auch wenn es eine Non-Premier League ist. Da muss man erstmal in England schauen, da gibt es dann diverse Ligen und die sind jetzt hier
ein bisschen versteckt. Manchmal muss man einfach ein bisschen länger suchen, aber das ist halt auch mit der Übung überhaupt kein Thema mehr. Und dann haben wir noch einen Auswärtssieg von Basford, ebenfalls non-Premier League, was immer das auch heißen mag. Und schauen wir mal, ob wir Basford hier finden, genau, gegen Stafford Rangers, das sind die. Und wenn ich einen Tipp suche nach Heimsieg, Unentschieden und Auswärtssieg, tippe ich einfach nur STRG F und tippe FU ein, dann springt er hier zu Fulltime und ich habe das auch drin. So, alles klar. Jetzt ist es natürlich auch so, wenn man einen nicht kostenpflichtigen BloggerBet-Account nutzt, dann muss man die Tipps hier selber graden, heißt das, muss die Ergebnisse dann eintragen. Da ist natürlich auch Betrügern Tür und Tor geöffnet. Ich könnte natürlich jetzt sagen, Lens habe ich jetzt getippt, dass die gewinnen und das Spiel geht 2-0 für Grenoble aus. Dann sage ich halt, ja gut, Lens hat 2-0 gewonnen, hier win. Aber je mehr Follower man hat oder je mehr Leute einen auf die Finger schauen, desto schneller fällt sowas auf. Deswegen kann man es natürlich probieren, aber auch BloggerBet sperrt ein, wenn das öfter vorkommt. Von daher, ja, man kann überall Schindluder treiben, aber wenn man es ernst meint, dann hat man ja auch gar kein Interesse daran. Man kann natürlich auch hier den kostenpflichtigen BloggerBet-Account nutzen, dann wird das automatisch abgerechnet. Kostet 25 Euro einmalig. Habe ich natürlich für einen anderen Account schon genutzt, deswegen kann man das nur einmal machen. Und diese Tipps muss ich alle mit der Hand eingeben. Ist aber auch kein Ding bei übersichtlichen Picks von 10 am Tag oder am Wochenende sind es vielleicht mal 50. Aber wie gesagt, das ist ja bei jedem anders. Wenn man nur ein paar Picks hat, dann ist es umso einfacher. Und wenn man die hier dann gegradet hat, erscheinen die in einer ausführlichen Bilanz. Und das ist wiederum ein Vorteil, den ich sehr zu schätzen weiß, denn man sieht hier halt einfach sehr viele Informationen, die man mit einer Excel-Tabelle niemals erhalten würde. Allein schon den Verlauf der letzten Wochen und den Gesamtverlauf. Hier weiß ja vielleicht der ein oder andere, der schon öfter diese Videos gesehen hat, dass ich eine Testphase hatte, die nicht so erfolgreich war, bei der ich insgesamt 4 bis 6 Systeme getestet habe, von denen ein paar schlecht waren und für große Verluste gesorgt haben. Dann habe ich mich aber hier auf die guten konzentriert und man sieht, das war eine gute Entscheidung. Es läuft seitdem. Das ist aber weit nicht alles, was man hier nachschauen kann. Man hat hier unter Blockmenü dann ja auch seine ausführliche Statistik. Die ist dann noch aussagekräftiger. Man sieht, auf welche Sportarten oder welche Arten man gewettet hat. Die Kombis, die waren bei mir nicht so glorreich. Und dann kann man das nach Ligen noch aufschlüsseln lassen. Alles automatisch wohlgemerkt. Man muss sich da um nichts kümmern. Man sieht, in welchen Ligen man gut ist, welchen Yield man hat, wie viel Profit, welche Durchschnittsquoten man da gespielt hat, welche Einsätze und kann so sehen, von was man am besten die Finger lässt, wie ich von Frauen im sportlichen Fußballbereich zumindest und allen anderen Frauen neben meiner Frau natürlich auch. Und wo sich's dann halt zum Beispiel besser lohnt, drauf zu wetten, wie Uruguay zum Beispiel, wo ich relativ gut bin. Dann hat man hier die verschiedenen Stakes, also die Einsatzhöhen, die ich ja hier gemacht habe, um verschiedene Strategien zu testen. 2 von 10 ist bei mir immer under 2,5. 1 von 10 sind Unentschieden-Wetten, die hier auch noch einigermaßen profitabel sind, die ich aber jetzt eingestellt habe, weil sie zuletzt nicht mehr profitabel waren. Die 4 von 10 sind over 2,5 Wetten und die 3 von 10 sind die Auswärtssieger mittlerweile. Vorher waren es Both Teams to Score No, deswegen hier ein System, das überhaupt nicht funktioniert hat. Das habe ich dann auch eingestellt. Naja, solche Sachen kann man dann rausschauen und auch die Buchmacher, wo man die Wetten abgegeben hat und wie profitabel man da gewesen wäre. Und ein sehr interessantes Teil ist diese Odds Range hier. Da sieht man, in welchen Quotenbereichen man die Wetten abgegeben hat. Und ein Kritikpunkt an meiner XBet
oder zur XBET-Strategie war ja, dass ich eine sehr niedrige Gewinnrate habe, dass ich vielleicht nur 40% oder weniger oder auch mal nur 30% der Wetten gewinne, was ja, ja kein Beinbruch ist, wenn man dafür trotzdem Profit macht. Und wie man sieht, die kleinen Quoten haben bei mir überhaupt nichts gebracht. Ist bei jedem natürlich anders. In dem Fall habe ich bei kleinen Quoten Verlust gemacht und je höher die Quote wird, desto höher wird mein Yield auch. Und von daher, wenn du denkst, die Trefferquote ist wichtig, dann musst du dein Denken vielleicht umstellen und sagen, die Trefferquote alleine ist nichts sagend. Man muss dazu immer die Durchschnittsquote auch haben, zu der man diese Wetten auch abschließt. Und je höher die Durchschnittsquote ist, desto niedriger kann die Gewinnrate sein. Aber das sagt dann am Ende auch noch nichts darüber aus, wie groß dein Profit ist. Und am Ende geht es ja nicht darum, möglichst viele Wetten zu gewinnen und auf Null rauszukommen, sondern es geht darum, möglichst viel Profit zu machen. Gut, wenn es Fragen gibt, ich denke, das war jetzt sehr viel auf einmal. Gerne in die Kommentare. Ansonsten macht mit. Tragt euch ein hier und meldet euch bei einem dieser Verifizierungsseiten an, postet eure Tipps dort und dann ja, können wir langfristig beweisen, wie gut wir sind, dass wir überhaupt gut sind und grenzen uns hauptsächlich eben von Leuten ab, die ihre eigenen Statistiken veröffentlichen. Denn man sagt ja auch, eine Statistik ist nur so gut wie der Fälscher oder traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, heißt es richtigerweise. Gut, dann freue ich mich auf eure Kommentare und auf die Leute, die mitmachen. Und wenn du sagst, ein Tipster, den wir besonders ins Auge fassen sollten, der sollte da mitmachen, dann könnt ihr ja diese Seite der Wettmeisterschaft, die Adresse ist xbet.tips/Wettmeisterschaft, könnt ihr dann einfach bei diesen Tipps dann teilen und denen mitteilen, dass sie doch hier bei einer coolen Aktion mitmachen können. Da kann man eigentlich nur gewinnen. Außer man ist halt jemand, der seine Bilanz immer nur fälscht und dann kommt halt irgendwie raus, dass man es doch nicht drauf hat und doch kein Yield von 100% oder sonst irgendwas hat. Naja. So weit, so gut. Bis dann, euer Radek.